Ja, hallo Leute, willkommen zu The Jumping Lasagne. Ja, wie der Name schon sagt, das ist eine Sa Lasagne, von hier drücken muss zum Springen. Das ganze Spiel kostet 1,49, leider schon wieder kein Cross-Buy. Das heißt, für die PS4-Version muss man extra zahlen, für die PS5-Version. Natürlich auch, da das Spiel viermal stackable ist. Also, dass ihr viermal Platin machen könnt, könnt ihr es auch mit der US-Version PS4 und PS5 machen. Kostet dann leider auch 1,49 jeweils. Ja, ist das Spiel aufgebaut. Wir müssen halt nur X gedrückt halten die ganze Zeit zum Springen. Wir müssen insgesamt 500 Punkte erreichen. Bei jeweils 25 gibt es eine Trophäe. It's Lasagne Time. Tasty. So, ich glaube, so ab 250 kommt dann auch eine Trophäe mit Beschreibung, wie eine Lasagne zubereitet wird, als Beschreibung. Also erstmal sowas wie Tasty, More Tasty, Super Delicious Tasty. Dann gibt es noch am Sonntag kommt noch eine Turbo-Version davon. Das heißt, das Ganze geht dann sehr, sehr schnell. Nur das Problem ist bei der Turbo-Version, das Spiel kostet dann nicht 1,49, sondern 3 Euro. Also das Doppelte. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen teuer. Ist schon 6 Euro dann, beziehungsweise 4 mal stacken sind 12 Euro, das ist schon viel. Aber mit den Games wird sich auch nicht ändern. Die kommen. Aber ist ja, sag ich mal, jeden selbst überlassen, ob er sich die holt. Aber was ich nur empfehlen kann, ist halt die 1,49. Ist noch preiswertig als 3 Euro. Ah, da kommt das. Lasagne ist eigentlich in Italien gemacht worden. Wo es zum Beispiel. Zum Beispiel ist die ältesten Pasta in der Welt. Zum Beispiel sowas. Also man muss schon ein bisschen das Englisch beherrschen, ich sag mal so. Aber ich glaube, die meisten interessieren sich sowieso nicht dafür, sondern die wollen einfach nur die Shiny Platin haben. Die ist jetzt auch gleich soweit. 29. Juli ist internationaler Lasagne-Tag. So, wir sind bei 500. Und die Platin. Now I'm hungry. Also dieses Now I'm hungry, das kommt gefühlt bei jeder von diesen Jumping Games. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, dann bis zum nächsten Mal.